Es ist wieder der erste Samstag im neuen Monat und das bedeutet, es ist wieder Zeit für eine weitere fröhliche Fragerunde und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute beantworte ich für euch sehr viele Fragen, denn ihr habt mir echt viele und vor allem sehr gute Fragen gestellt. Habt ihr Fragen an mich? Dann Hashtag FragMike, aber bevor ihr jetzt die Tastaturen zum Glühen bringt, hier noch eine wichtige Info. Ich habe für euch ein Google-Dokument ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt, in dem bisher alle gestellten Fragen drin sind. Das heißt für euch, wenn ihr eine Frage an mich habt, überprüft erst mit dem Dokument, ob eure Frage möglicherweise schon gestellt wurde. Falls dem nicht so sein soll, dann stellt diese Frage mit dem Hashtag FragMike davor. Fangen wir mal mit der Fragerunde an. Frage 1, die kommt von Mitso Serok. Hashtag FragMike, wir wissen ja prinzipiell, dass du Ferrari-Fan bist. Ja, das stimmt. Wenn nicht Ferrari, für welches Team würdest du gerne an den Start gehen? Mal sehen, Alfa Romeo, Haas, Renault, McLaren, Toro Rosso und Red Bull. Frage 2, die kommt von Dominik. Hashtag FragMike, glaubst du, dass Ferrari noch einen Sieg holt mit Vettel? Wie die Saison 2016? Dominik, Ferrari hat 2016 nicht einen einzigen Sieg eingefahren. Das war eine reine Mercedes-Show zwischen Rosberg und Hamilton, plus die beiden Siege von Ricciardo und Verstappen. Aber ich denke schon, dass Vettel zumindest einen Sieg in dieser Saison einfahren wird. Vorstellen kann ich mir das entweder in Italien, Ungarn, Kanada oder Singapur. Zu Frage 3, die kommt von Freak3579. Hashtag FragMike, was denkst du, wer in Zukunft, also ausgenommen von Vettel und Hamilton, noch Weltmeister wird? Ich denke da an Bottas, Leclerc und Verstappen. Dem kann ich mich auch nur anschließen. Zu Frage 4, die kommt von LangTuningLeonard. Hashtag FragMike, wie würde dein perfekter Rennkalender aussehen? Die finanzielle Lage der Strecke soll dabei aber nicht beachtet werden, es geht bloß um die Strecken an sich. Also ich würde alle paar Jahre eine neue Strecke hinzufügen, um für Abwechslung zu sorgen und gerade gegen die eintauschen, wo die Rennaction ausbleibt. Zum Beispiel Australien, wo man ja gefühlt nur 5 Überholmanöver hat, aber auch Abu Dhabi ist nicht so doll. Zu Frage 5, die kommt von Pony57. Hashtag FragMike, wieso war Ferrari im Spanien-Qualifying langsamer als bei den Wintertests? Das liegt an den Reifen. Während bei den Wintertests mit den C5, also Hypersoft, gefahren wurde, wurde vor 3 Wochen die Qualifikationszeit nur mit den C3, also Mediums, gefahren. Außerdem hat Ferrari ja Probleme in den Kurven, was ich euch in diesem Video erklärt habe. Zu Frage 6, die kommt von JohnnyF1. Hashtag FragMike. Erstens, denkst du, Russell kann in ein paar Jahren für Mercedes oder Force India fahren? Zweitens, denkst du, Marussia kommt zurück in die Formel 1? Zu deiner ersten Frage schließe ich vorerst aus, weil Racing Point mit Perez dauerhaft verlängern möchte und Stroll da so oder so einen Platz sicher hat. Und zu deiner zweiten Frage halte ich für ausgeschlossen, es sei denn, sie finden einen Geldgeber. Zu Frage 7, die kommt von Annette Mahnke. Hashtag FragMike, könntest du dir vorstellen, dass BMW wieder zurück in die Formel 1 kommt, aber alleine nicht wie mit Sauber damals? Eher nicht, weil sie das Kapitel abgeschlossen haben, in der Formel E glücklich sind und dort auch Erfolge einfahren. Zu Frage 8, die kommt von MV33. Hashtag FragMike, deine Videos sind sehr informativ und gut, mach weiter so. Dankeschön. Welches Team wird sich deiner Meinung nach in diesem Jahr im Mittelfeld durchsetzen? Eine schwierige Frage, aber mein Verstand sagt mir, McLaren wird es dieses Jahr schaffen, weil sie gute Ergebnisse einfahren und vor allem auch schnell sind. Zu Frage 9, die kommt von Parler. Hashtag FragMike, Hype auf F1 2019? Aber na sicher, ich habe mir dutzende Gameplays von Arava und Ty mit Murdoch angesehen und bin gerade von der Grafik, dem Sound und dem neuen Overlay echt begeistert. Hoffen wir mal, dass wir auch im Online-Multiplayer-Modus unseren Spaß haben. Zu Frage 10, die kommt von BrainBomb1. Hashtag FragMike, denkst du, diese Saison ist Vettels letzte Chance, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, vor allem wegen jüngeren Fahrern wie Charles Leclerc und Co.? Also er hat ja einen Vertrag bis einschließlich 2020, also wird er auch nächstes Jahr versuchen, den Titel zu holen. Zu Frage 11, die kommt von Johannes Schalburg. Hashtag FragMike, ich habe 3 Fragen. Erstens, wann wird Verstappen Weltmeister? Zweitens, kann Leclerc noch dieses Jahr aus irgendeinem Grund Weltmeister werden? Drittens, wer wird der nächste Fahrer bei Mercedes, also wenn Hamilton aufhört oder Bottas wechselt? Ocon oder Wehrlein? Zu Frage 1, wenn er mit Red Bull und Honda Mercedes eines Tages überholt. Zweitens, das halte ich für quasi unmöglich, es sei denn, es passiert noch ein Wunder. Nummer 3, dann eher Ocon, weil der ja Reservefahrer ist. Wehrlein ist ja bei Ferrari als Simulatorfahrer eingestellt und außerdem fährt er in der Formel E. Zu Frage 12, die kommt von XSoldier. Hashtag FragMike, deine persönliche Meinung zum Mercedes-Team? Nicht falsch verstehen, aber ich mag sie nicht. Gerade weil sie bisher immer Hamilton bevorzugt haben und Bottas sozusagen nur für Hamilton fährt. Bestes Beispiel Russland 2018. Da wurde mir die Mannschaft extremst unsympathisch. Den einzigen, den ich dort leiden kann, ist Valtteri Bottas. Zu Frage 13, die kommt von TurtleKiller03. Hashtag FragMike. Erstens, denkst du, Mercedes wird in Hockenheim Weltmeister? Zweitens, was war deine Lieblingsrivalität? Zu Frage 1, nein, und ich zeige dir sogar hier, warum es in Deutschland noch nicht so weit ist. Ich habe das Ganze mal durchgerechnet. Angenommen, Mercedes holt weitere Doppelsiege und Ferrari fährt als erster Verfolger die Plätze 3 und 4 ein, plus die schnellste Rennrunde. Dann wäre es erst zum großen Preis von Russland soweit. Mal wieder. Und zu deiner zweiten Frage, Mika Häkkinen gegen Michael Schumacher und Fernando Alonso gegen Sebastian Vettel.
Zettel. Zu Frage 14, die kommt von Sascha Loll. Hashtag fragt Mike, wie können eigentlich die Kundenteams von Renault, Ferrari und Mercedes die Motoren kaufen und wie kriegen sie es? Das ist ein Drei-Schritte-System. Verträge abschließen, Kohle überweisen und mit DHL liefern. Ganz einfach. Zu Frage 15, die kommt von Patrick Schindler. Hashtag fragt Mike, gibt es ein Teil am Boliden, das nur ein Limit an Upgrades pro Saison frei hat oder ist ausschließlich jedes Teil frei entwickelbar? Da muss ich ein bisschen suchen, aber ich versuch's mal zu erklären. Die Entwicklung wird per CFD gemacht. CFD steht für Computational Fluid Dynamics, zu Deutsch numerische Strömungsmechanik. Ab 2021 gibt es dann kein Limit mehr für die freie Entwicklung an einem Formel 1 Boliden. Das heißt, rein theoretisch müsste sie jetzt noch vorhanden sein. Und jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Bombardiert mich wieder mit Fragen für das nächste FAQ im Juli und vergesst das Hashtag FragMike nicht. Ihr könnt doch pro Person 10 Fragen stellen, ist mir eigentlich völlig egal. Ganz wie ihr möchtet. Das war's mit der Fragerunde für den Monat Juni. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert doch diesen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.